Hi, mein Name ist Sabrina und heute möchte ich über ein Thema sprechen, was zu vielen Diskussionen mit Stallbetreibern führt. Was ist eigentlich gutes Pferdeheu? Wie rechnet man die richtige Heumenge aus? Und ich gebe euch auch ein Rechenbeispiel für diese Heumenge. Legen wir los. Was also ist nun gutes Pferdeheu? Und zunächst einmal, Heu ist nur der erste Schnitt. Der erste Schnitt der Wiese, der früh oder spät durchgeführt werden kann, also im Mai oder im Juni oder auch im Juli. Und das führt auch zu unterschiedlichen Heueigenschaften. Der frühe erste Schnitt ist etwas weicher, etwas nährstoffreicher und hat relativ viel Pollen. Dies Weiche und Nährstoffreiche, das kann zum Beispiel für ältere Pferde sinnvoll sein. Die Pollenbelastung ist für viele Huster ein Problem. Und der späte erste Schnitt, das ist allgemein das gute Pferdeheu, das hat lange Halme, das ist fest, das ist nicht so nährstoffreich, weil es eben Holzeinlagerungen schon hat, also dadurch wird es leicht gelblich. Und dieses Heu, das regt zu intensiven Kauen an und hat nicht so viel Energie. Und das ist das, was wir wollen. Die Pferde sollen dauerhaft fressen können, ohne zu dick zu werden. Gutes Pferdeheu ist außerdem natürlich gut durchgetrocknet vor der Ernte. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass Sorgfalt aufgewendet wird, dass man also nicht über die Schwarte, also das angehäufelte Heu, fährt mit dem Traktor, denn dort wird das Heu dann nochmal in die feuchte Wiese gedrückt und an der Stelle hat man dann so einen schimmeligen Batzen im Ballen. Und deshalb also ganz wichtig, hier ein sorgfältiges Einbringen des wirklich gut durchgetrockneten Heus. Dann sollte es natürlich auch einigermaßen staubarm gelagert sein. Es sollte beim Lagern nicht feucht werden, also nicht einfach draußen liegen bleiben. Und dann sollte auch nicht zu tief gemäht werden, damit keine Erde im Heu ist, was auch Feuchtigkeit einbringt. Und der Dreck ist natürlich auch kein guter Nährstoff für die Tiere. Der zweite Schnitt ist kein Heu. Er hat in vielen Regionen auch einen anderen Namen. Der kann Grummet, Ömt, Ätgrün oder ähnliches heißen. Und dieser zweite Heuschnitt ist viel schwieriger zu trocknen, weil er feuchter ist, weicher und wesentlich mehr Eiweiß enthält. Darum wird er häufig auch zur Heulage verarbeitet. Und dann sehe ich so Heulage-Analysen in meinen Ernährungsberatungen, wo dann zum Beispiel so viel Eiweiß drin ist in der Heulage, dass eine Fütterung ad libitum, also wie sie dann gerne praktiziert wird, man stellt einfach den Heulageballen im Winter aufs Paddock, wo eine Fütterung ad libitum bereits so viel Eiweiß liefert, dass die Niere überlastet wird. Es liegt also dann deutlich über dem zweifachen Erhaltungsbedarf. Heulage ist also ein problematisches Futter. Sie basiert häufig auf dem zweiten Schnitt und natürlich auch der Gärungsprozess an sich bringt Milchsäure rein, ist also ein säurehaltiges Futter. Wie berechne ich jetzt also die richtige Heumenge? Und da gehe ich zunächst aus vom Erhaltungsbedarf. Das heißt, der Erhaltungsbedarf ist das, was ein Pferd verbraucht, indem es einfach Essen, Trinken, langsam gehen macht. Und da gehört jetzt auch mal ein kleiner Ausritt oder ein paar Runden auf dem Reitplatz dazu. Das ist jetzt keine Leistungsanforderung fürs Pferd. Dieser Erhaltungsbedarf, der ist wissenschaftlich begründet, berechnet und der beträgt 0,6 Megajoule je Kilogramm metabolische Lebendmasse. Und diese metabolische Lebendmasse ist ein Rechenwert aus der Lebendmasse oder wie wir allgemein sagen, aus dem Körpergewicht hoch 0,75. Das ist wissenschaftliche Akrobatik. Für diese mathematische Formel gebe ich euch also hier ein paar Beispiele. Also ein 600 Kilogramm Pferd hat eine metabolische Lebendmasse von 121 Kilogramm. Der etwas schlankere Araber vielleicht, also 500 Kilogramm Pferd, hat eine metabolische Lebendmasse von 106 Kilogramm. Ein Pony von 300 Kilogramm hat eine metabolische Lebendmasse von 72 Kilogramm und ein Kaltblüter, sagen wir, von 800 Kilogramm hat eine metabolische Lebendmasse von 150 Kilogramm. All diese Werte, also durchgehend von 100 bis 800 Kilogramm, habe ich euch hier zusammengestellt in meinem Buch Mein Pferd richtig füttern. Da ist eine Tabelle drin, da könnt ihr das auch alles nachlesen. Ausrechnen kann man die metabolische Lebendmasse auch. Mathematisch ist das die Lebendmasse, also das Körpergewicht, hoch 3 und daraus die vierte Wurzel. Also zurück zum Erhaltungsbedarf. Wir wissen jetzt, wie wir den ausrechnen müssen und ich rechne euch das gleich anhand eines Pferdes auch vor. Also der Erhaltungsbedarf, der bezieht sich auf einen Temperaturbereich, der meines Erachtens im Wohlfühlbereich der Pferde liegt, auch bei, sagen wir, bei 5 bis 15 Grad.
Ist es kälter, das sehe ich bei meinen Pferden, die Heu zur freien Verfügung haben, dann fressen die mehr Heu und dann äppeln die auch ein bisschen mehr. Und dadurch heizen die genug in ihrem Körper. Der Blinddarm ist ein sensationeller Bioreaktor, der auch sehr viel Wärme freisetzt. Und so frieren die Pferde auch bei kälteren Temperaturen nicht. Leistungsbedarf, also im Gegensatz zum Erhaltungsbedarf, ist der Leistungsbedarf 1,5 bis sogar zweifach erhöht und der kann erhöht sein bei Sportpferden. Und das meint zum Beispiel Pferde im Leistungssport, also wo man wirklich intensiv Wettkämpfe reitet. Das sind Tiere, die eine Leistungsanforderung haben und damit auch einen erhöhten Bedarf und die dann irgendwann über das Heu hinaus auch zusätzliches Futter brauchen. Dieses zusätzliche Futter kann Hafer sein oder aber auch ein Müsli. Zu Müslis mache ich ein separates Video und auch zum Thema Hafer habe ich schon ein Video online gestellt. Zuchtpferde haben auch einen erhöhten Bedarf und hier spielt der Hafer eine ganz zentrale Rolle, denn er hat eine ideale Zusammensetzung für diese Tiere. Zuchtpferde mit erhöhtem Bedarf, das ist die Stute im letzten Trächtigkeitsdrittel, das ist die Stute mit Fohlen bei Fuß, die also laktiert und dann haben wir auch den Zuchthengst im Deckeinsatz, auch der hat einen erhöhten Bedarf und natürlich auch Pferde im Wachstum von Absetzer und Jährlinge haben einen erhöhten Bedarf. Wichtig dabei zu erwähnen, Hafer kann erst ab dem 7. Lebensmonat bei Pferden gefüttert werden, denn vorher ist die Bauchspeicheldrüse noch gar nicht aktiv mit den entsprechenden Verdauungsenzymen. Kommen wir zum Heu. Wir wollen ja jetzt die Heumenge ausrechnen. Wie viel Energie also enthält Heu? Das enthält durchschnittlich 6 Megajoule verdauliche Energie je Kilogramm. Und damit rechnen wir jetzt ein Beispiel durch. Kommen wir also zum Beispiel und zunächst einmal möchte ich noch erwähnen, wer sein Pferd nicht gewogen hat, kann die Lebendmasse, also das Gewicht, auch abschätzen, indem man es vermisst. Und da misst man einmal den Brustumfang in der Gurtlage und einmal die Länge des Pferdes von der Bugspitze bis zum Sitzbeinhöcker. Und daraus kann man die Körpermasse berechnen. Und das ist der Brustumfang zum Quadrat mal Körperlänge geteilt durch 11.877. Da kommt man näherungsweise bei einem nicht zu dicken, nicht zu dünnen Pferd ganz sinnvoll bei der Körpermasse raus. Und daraus kann man dann die metabolische Lebendmasse ableiten. Bleiben wir also am Rechenbeispiel. Wir nehmen ein Rechenbeispiel für einen typischen Warmblüter von, sagen wir, 600 Kilogramm Körpermasse oder Gewicht. Und daraus ergibt sich eine metabolische Lebendmasse, haben wir gesagt, von 121 Kilogramm. Gut, jetzt nehme ich mit der Rechenformel 0,6 Megajoule mal 121. Da kommen also 72,6 Megajoule Energiebedarf bei raus. Und wer jetzt schon ganz gut Kopf rechnen kann und überschlagen hat, 6 Megajoule pro Kilogramm haben wir im Heu, 72 geteilt durch 6, also 12 Kilogramm Heu. Das ist die Fütterungsmenge, die unser 600 Kilogramm Warmblüter für den Erhaltungsbedarf, also Essen, Trinken, Langsam gehen braucht. Das sind 2 Kilogramm je 100 Kilogramm Körpergewicht. Diese Faustformel ist also sinnvoll und wissenschaftlich begründet. Wenn man die Formel genauer anwendet, dann brauchen kleine, leichtere Pferde etwas mehr als 2 Kilogramm und große, sehr schwere Pferde etwas weniger als 2 Kilogramm je 100 Kilogramm Körpergewicht für den Erhaltungsbedarf. Aber wie gesagt, diese Faustformel, die kommt schon ganz gut hin, denn wir rechnen ja auch mit Durchschnittswerten vom Heu. Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, was ist mit dem anderen Parameter, den man in der Fütterung berechnet? Und das ist das verdauliche Rohprotein oder auch präzekal verdauliches Rohprotein, das ist der gleiche Wert. Also dieses verdauliche Rohprotein, wie viel braucht ein Pferd denn da im Erhaltungsbedarf? Und das sind 3 Gramm je Kilogramm metabolische Lebendmasse. Und dann haben wir Durchschnittswerte für Heu. Typischerweise hat Heu 44 bis 54 Gramm verdauliches Rohprotein je Kilogramm. Und das müsst ihr euch jetzt alles nicht merken, sondern ich möchte hier einfach vermitteln, die Menge von 12 Kilogramm Heu, die enthält also bei diesem Durchschnittswert zwischen 528 und 648 Gramm verdauliches Rohprotein. Und wenn ich jetzt mal berechne, was bräuchte das 600 Kilogramm Pferd? 3 Gramm mal
121 Kilogramm metabolische Lebendmasse, also 363 Gramm. Diese 363 Gramm Bedarf sind also mit einem typischen durchschnittlichen Heu komplett abgedeckt, und zwar im Überschuss abgedeckt, aber sie liegen unter der zweifachen Menge. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen einen Überschuss, aber wir wollen unter der zweifachen Menge bleiben, um die Niere nicht zu überlasten. Und wir sind also hier mit einer Heufütterung auch in der Proteinversorgung normalerweise im guten Bereich. Manches Heu ist allerdings deutlich proteinärmer. Also wer sich dort Fragen stellt, kommt um eine Heuanalyse nicht herum. Und da kann es sinnvoll und nötig sein, etwas Eiweiß zuzufüttern. Aber das bitte nur, wenn eine Heuanalyse vorliegt und die klar macht, dass der Proteingehalt des Heus deutlich darunter liegt. Als abschließende Aussage dieses Videos also die Faustformel 2 Kilogramm je 100 Kilogramm Körpergewicht an Heu. Das ist eine sinnvolle Faustformel, die wissenschaftlich begründet ist. Und wer dann irgendwelche Stallbesitzer überzeugen möchte, kann ja dieses Buch verschenken. Dort können die Leute das nachlesen. Oder aber vielleicht ist es ja auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für all jene, die diese Diskussion mit ihren Stallbetreibern führen müssen. Und dann habe ich zusätzliche Videos aufgenommen. Hier ist zum Beispiel eins zum Thema Hafer und hier ist eins zum Thema dicke Pferde, die weniger Heu brauchen. Und wie viel weniger, das erwähne ich in dem Video. Und auch sonst, ich nehme immer wieder neue Videos auf. Abonniert meinen Kanal.